Stunde. Das Wort hat die Kollegin Kirsten Lühmann für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, sehr verehrte Gäste! Ich habe in den letzten Tagen ein Gespräch geführt mit einem Kollegen von meiner Gewerkschaft, der Deutschen Polizeigewerkschaft, der in Dresden Dienst tut. Und in diesem Gespräch hat er drei Dinge gesagt, die ich beachtenswert finde. Das Erste, er hat gesagt, die politisch etablierten Parteien haben es nicht geschafft, durch ihre Politik ein Anwachsen der extremen Kräfte am rechten und linken Rand unserer Gesellschaft zu verhindern. Er hat gesagt, und jetzt sollen wir da einmal die Polizei die Kohlen aus dem Feuer holen, und dazu werden wir weder genug personell noch mit eindeutiger Rechtslage ausgestattet. Und er hat gesagt, wenn dann was schief geht, dann zieht die Politik ihren Kopf aus der Schlinge und sucht sich ein Bauernopfer. Wir schaffen es tatsächlich nicht, liebe Kollegen und Kolleginnen, den Menschen immer zu erklären, warum wir Entscheidungen hier in diesem Haus wie treffen. Und als Beispiel möchte ich nur eines anführen. Ich finde es erschreckend, dass nur etwa die Hälfte der Bevölkerung verstehen, warum wir in Europa verschiedenen Ländern helfen müssen. Augenscheinlich schaffen wir es nicht, klarzumachen, warum dies nötig ist. Zum zweiten Punkt, zu der Personalsituation haben wir hier schon sehr viel gesagt. Ich möchte zu Dresden feststellen, dass der Innenminister Ulbich festgestellt hat, dass dieser Einsatz am 19. Chefsache ist. Chefsache heißt, er hatte den Hut auf, er hat die Einsatzlinien festgelegt und er war über alles informiert. Über 20.000 friedlich Demonstrierende, über verletzte Polizeibeamte, über Rechtsextreme, die einen Treffpunkt von Jugendlichen überfallen haben, und über Linksextreme, die Pkw angezündet haben. Anschließend, so beschreibt er es in seinem Bericht, hat er 23 Fälle von schwerem Landfriedensbruch festgestellt und, weil er meinte, diese Straftaten seien von erheblicher Bedeutung, eine Funkzellenauswertung beantragt. Und Kollege Sensburg, hier geht es nicht darum, was wir beide persönlich für schwerwiegende Straftat erachten. Ich denke, wenn wir die Menschen fragen, deren Autos angezündet wurden, die würden das als schwerwiegend betrachten. Hier ist aber die Frage, was sieht der Gesetzgeber, das Bundesverfassungsgericht, als schwerwiegende Straftat an? Und der ist leider nicht so eindeutig. Das heißt, die Dinge, die Katalogstraftaten, die Verjährungsansprüche, die das Bundesverfassungsgericht festlegt, sind hier nicht erfüllt. Es gibt bei weitester Auslegung die Möglichkeit, hier eine, wie das Gericht es getan hat, besonders schwerwiegende Straftat festzustellen. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich komme aus Niedersachsen und dort hat ein Gericht bei einer Katalogstraftat, also bei einer Straftat, bei der das normalerweise angeordnet wird, festgestellt, da der Bundesgesetzgeber, also wir, die Vorratsdatenspeicherung nicht geregelt hat und das Bundesverfassungsgericht Bedenken hat, hat dieses Gericht eine Funkzellenauswertung bei einer Katalogstraftat abgelehnt. Und hier reden wir über ein Demonstrationsgeschehen, also ein Geschehen, das grundrechtsrelevant ist in erheblichem Maße. Und ein Geschehen, zu dem das Oberverwaltungsgericht Bremen gesagt hat, damals ging es um Bildaufzeichnung, also darf die Polizei zur Verfolgung von Straftaten Bildaufzeichnung machen. Da hat das Oberverwaltungsgericht Bremen gesagt, schon die Möglichkeit, dass jemand, der an einer Demonstration teilnimmt, dokumentiert wird, verhindert, dass die Menschen ihr Grundrecht nach Artikel 8 frei ausüben können. Nochmal, hier geht es nicht um persönliche Meinungen, hier geht es um Recht. Und unser heutiges Gesetz fordert eine besondere Verhältnismäßigkeit. Der Innenminister schreibt dazu in seinem Bericht, der hier mehrfach zitiert wurde, bei Beantragung der Maßnahme war das Ausmaß des Datenaufkommens nicht einschätzbar. Ja, ich frage Sie, meine Herren und Damen, wie können Sie denn da die Verhältnismäßigkeit festlegen, wenn Sie gar nicht feststellen, wie viele überhaupt betroffen sind? So, wenn er jetzt aber feststellt, dass er 140.000 Daten im ersten Fall vorliegen hat, dann ist doch spätestens der Moment gekommen, wo jemand sagen muss, okay, jetzt stelle ich fest, das Ganze ist nicht mehr verhältnismäßig. Das ist nicht passiert. Und zum dritten Punkt, den der Kollege ansprach, der Innenminister Ulbich hat den Einsatz zur Chefsache erklärt.
Es hat Fehler gegeben, sonst hätte der Polizeipräsident Hanitsch nicht seinen Sessel räumen müssen. Und eigentlich sollte der Innenminister sich nicht hinter seinen Beamten verstecken, sondern die Konsequenzen übernehmen. Das Fazit: Mein Kollege hatte recht. Was ist das Fazit für uns? Wir müssen endlich den Auftrag annehmen, klare, verfassungsgemäße Regeln für Datensammlung und Verwendung von Dritten zu treffen. Und Frau Pilz, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie angekündigt haben, dass wir das auch machen wollen. Denn als Parlament sind wir verantwortlich für den Grundrechtsschutz aller Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Und lassen Sie uns handeln, damit mein Polizeikollege nicht recht behält. Herzlichen Dank.